Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, der Alex. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Genau vor rund einer Woche hatten wir die Amazon Prime Days, wo wir kräftig zugeschlagen haben. Ich habe hier mal so ein Bild im Hintergrund für euch genommen. Genau so habe ich eingekauft. Ja, so ungefähr kann man sagen, ja. Auf jeden Fall haben wir sehr viele Deals gehabt, die ich auch für euch bereitgestellt habe, wo satte Gewinne dabei waren. Wir schauen uns gleich mal an, welche von den Deals wirklich profitabel waren und wie die Preise nach einer Woche aussehen, nachdem die Prime Days vorbei gewesen sind. Das Ganze in diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst und wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Ja, Freunde, wie angesprochen, schauen wir uns mal die Deals an und gucken, wie sich der Preis momentan entwickelt hat, in welche Richtung und ob es immer noch profitabel ist, diese Artikel kaufen und zu verkaufen. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Verkaufen auf Amazon und eBay und das Reselling und viele weitere Themen, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und wenn du interessiert bist, auch an solchen Deals, die ich hier poste, um dir das Kaufen und Verkaufen zu erleichtern, um Gewinne mitzunehmen bei Aktionen auf Amazon und auf anderen Shops, dann findest du eine Beschreibung unten, wie du dich für den Newsletter über WhatsApp direkt anmelden kannst, unten in der Beschreibung. Und ich will keine Zeit verlieren und schauen, was haben wir denn hier für Preisentwicklungen. Und zwar, das ist der erste Deal, den ich gepostet habe, ein OnePlus 8T Handy. Und der gerade preislich bei 469 Euro liegt. Ihr müsst auch darauf achten, hier gewöhnliche Versandzeit kann 1 bis 2 Monate dauern. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Prime Day war, kann ich mich nicht genau erinnern. Auf jeden Fall können wir hier in der Preishistorie uns mal anschauen, wie der Preis denn sich verhalten hat. Diese rote Linie hier unten, wir machen mal eine Wochenansicht, nee, ist zu wenig, eine Monatansicht. Das war der Prime Day und zwar Blitzangebot war hier schon in der Nacht quasi am 21. reingegangen um für 319,24 Euro war das Ding erhältlich und hat natürlich einen Verkaufspreis von 469 Euro. Und zwar habe ich dieses direkt gepostet. Es war auch recht schnell vorbei, muss man dazu sagen. Wir haben hier einen möglichen Reseller-Gewinn von 40 bis 50 Euro gehabt. Ich habe das mit anderen Marktplätzen verglichen, wie eBay, aber auch Idealo. Mit anderen Shopsystemen habe ich das auch einfach parallel in Verbindung gebracht und verglichen. Und da waren die Preise so um den Dreh auch. Und deshalb haben wir hier, wie gesagt, recht guten Gewinn machen können. Wenn ihr sowas jetzt hier kauft, beispielsweise mit 1 bis 2 Monaten Versandzeit, ja, und der Preis entwickelt sich dann irgendwann nach unten so, dass es nicht mehr profitabel ist zu verkaufen und die Ware ist immer noch nicht verschickt, dann könnt ihr das ganz einfach bei Amazon stornieren und habt somit keine Verpflichtungen mehr und müsst das Ganze natürlich auch nicht mehr bezahlen. Nur als kurze Sache nebenbei gesagt. So, dann schauen wir uns weiter an. Also generell waren sehr viele Elektroprodukte natürlich, Handwerkerprodukte wie Bohrmaschinen, teilweise sogar Rasenmäher. Natürlich weiß ich, dass nicht jeder sowas kaufen kann, weil das halt auch aus Platzgründen einfach nicht machbar ist für viele. Und natürlich auch das Budget. Wir haben hier teilweise wirklich auch, wie auch hier zu sehen ist, für 319 Euro ist natürlich kein Schnapper jetzt vom Preis her. Jedoch kann man das resellen und natürlich auch Gewinne machen. Und hier hat natürlich jeder zugeschlagen, wie er konnte und wie viel Budget er auch zur Verfügung hat, hat das Ganze ausnutzen können und dementsprechend auch hier war das Ganze recht profitabel. Wir haben für 138,99 Euro den Deal gehabt hier, genau auch zu Prime Days. Das Ganze lief sogar über zwei Tage und Preis jetzt gerade 216 Euro. Das wäre beispielsweise ein Gewinn von 30 bis 40 Euro, wenn man es bei eBay oder wo auch immer verkauft. Wir sehen hier die eBay-Ansicht direkt, 229 Euro ist das Ding sogar da erhältlich. Also das ist hier das ganze Paket, ein Bosch Schlagbohrschrauber. Auch hier hätte es sich gelohnt, das Ganze zu kaufen. Der Preis entwickelt sich recht gut.
So, gucken wir uns das nächste an. Sehr viele Objektive natürlich auch mit dabei gewesen, die auch recht profitabel waren. Preislich immer natürlich ein bisschen höher, weil solche Sachen, solche Produkte sind natürlich auch immer etwas teurer im Einkauf, ganz klar. Aber hier haben wir auch eine super Möglichkeit gehabt, das Ganze für 359 Euro zu erwerben über 2 Tage in den Prime Days. Und jetzt sind wir bei 519 Euro. Ich glaube, hier hat sich das Ganze sogar ja, noch profitabler gemacht, als ich das überhaupt hier angegeben habe. Ich habe das jetzt mit 40 bis 60 Euro Gewinn angegeben. Ich vermute mal, ja, ja, kommt hin, so ungefähr bleibt das. Vielleicht etwas mehr, was man jetzt dafür verlangen kann. Auch hier haben wir einen Preis. Ja gut, bei eBay kostet das Ganze 489 Euro. Könnte vielleicht ein bisschen niedriger sein, weil man vielleicht das Ganze hier bei Amazon nicht verkaufen kann. Aber meines Wissens kann man Objektive auch frei einstellen bei Amazon. Prüft das Ganze natürlich und ihr könnt das abchecken. Kurz als Erwähnung dazu gesagt, schreib mir gerne unten in die Kommentare, wie deine Prime Days abgelaufen sind, ob du gut zugeschlagen hast und ob du vielleicht Produkte bereits verkaufen konntest mit Gewinn. Das würde mich natürlich gerne interessieren. Dazu kannst du gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Da würde ich mich drüber freuen. So, gucken wir uns das nächste Produkt an. Und zwar Bosch Professional, eine Winkelschleifer für 126 Euro gerade erhältlich. Für wie viel hätten wir es kaufen können? Für 87,99 €. Wir haben hier 30 bis 40 Euro Gewinn machen können, auch recht profitabel gewesen und das Ganze auch natürlich auch hier bei eBay zu verkaufen für 129 stand jetzt, also sogar mehr als bei Amazon. Und ja, ich sag mal so, so ein Produkt ist jetzt nicht so groß und kann recht gut verkauft werden. Worauf ihr auch immer gut achten müsstet, ist hier die Bewertung. Und zwar ist auch hier die Bewertung super gut, über 2600 Bewertungen und mit 5 Sternen kann man nicht meckern. Also verkauft sich dieses Produkt auch recht gut. Und wenn wir sehen, momentan bietet das Ganze auch Amazon für 126 Euro an. Andere Verkäufer sind da schon ab 141 Euro dabei und das ist noch profitabler dann. So, gucken wir auf das nächste Produkt, auch hier ein Handwerkerprodukt, auch von Bosch, und zwar so ein Schleifgerät ist das. Wir haben hier einen Verkaufspreis gerade von 221 Euro und hätten es für 162 Euro kaufen können in den Prime Days. Ich schaue mal, ein Gewinn von 30 bis 40 Euro wäre hier auch realistisch und demnach auch sehr möglich. So, gucken wir uns das nächste an, mal was anderes, so eine Maske zum Schnorcheln, zum Beispiel jetzt auch Top-Saison gerade, so ein Saisonprodukt und könnte man auf jeden Fall gut jetzt wieder verkaufen, sowohl bei eBay als auch bei Amazon. Das Ding gab es hier tatsächlich ja schon vorher, man hätte natürlich auch hier kaufen können, jetzt hätte sich das sehr, sehr gut rentiert natürlich. Aber wir haben hier die Anzeige nicht drin. Dieses Produkt habe ich gepostet für 16,30 Euro. Das heißt, 16,30 Euro hat das Produkt gekostet und man hätte es für diesen Preis erwerben können. Also im Grunde genommen wie auch hier der Bestpreis im April. Und auch das läuft sehr gut, muss man sagen. Bei eBay verkaufen die sich auch sehr gut. Dementsprechend auch hier wäre ein Gewinn von 10 bis 15 Euro habe ich angegeben. Bei dem Preis von 46,99 € hätte man das jetzt dafür verkauft. Natürlich umso mehr. Ja, aber auch für 30 Euro wäre das Ganze recht profitabel. So, und kommen wir zum letzten Produkt, was ich hier eingestellt habe. Und zwar Zwillingsbesteckset 60-teilig, und zwar kostet das gerade für 138 Euro ist das zu haben, auch durch Amazon verkauft. Wir sehen, die anderen Händler bieten das Ganze ähnlich an. Hätte man hier für 99 Euro erwerben können und hätte man jetzt für 138 verkaufen können. Auch hier hätten wir einen Gewinn von wobei ich sehe gerade für 99 Euro, eigentlich war das Ding sogar für, wenn mich nicht alles irrt,
Aber ich habe das jetzt hier angegeben für 79 Euro. Naja, egal. Auf jeden Fall wäre hier auch ein recht guter Gewinn bei rausgekommen. Natürlich nicht direkt. Man hat hier gesehen, es war erstmal für 108 Euro zu erhalten. Und jetzt steht das bei 138, kann aber auch schnell wieder auf 150 Euro gehen, weil wir haben das Ganze im letzten Jahr, zumindest seit Anfang des Jahres, auch sehr lange für 149 Euro hier stehen gehabt. Deshalb lohnt sich das Ganze vielleicht hier. Wir sehen es bei eBay, 149 Euro kann man es auch bei eBay verkaufen. Auch hier haben wir eine gute Bewertungsquote, dementsprechend spricht da nichts gegen, dieses Produkt auch schnell wieder weiter zu verkaufen. Solche Deals und auch andere habe ich in der Amazon Prime Days gepostet, aber auch regelmäßig poste ich auch andere Deals, auch von anderen Online-Shops, die sehr gute Rabatte geben, die man profitabel bei Amazon und eBay verkaufen kann. Wenn dich das interessiert und möchtest diesen Newsletter direkt per WhatsApp auf dein Handy erhalten, dann gerne unten in der Beschreibung schauen. Da zeige ich dir das Ganze, wie das geht. Und sonst, wenn dich solche Themen interessieren und du willst mehr von solchem Content sehen, wie du Reselling betreiben kannst, wie du auf Marktplätzen wie Amazon und eBay Dinge verkaufen kannst, dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, drück die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Ich freue mich, wenn du diesem Video auch einen Daumen hoch gibst, wenn dir das gefallen hat. Dann wirst du mich dabei unterstützen und motivierst mich, viele weitere Videos für dich zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, falls Fragen sind und natürlich auch das, was ich erwähnt habe, wie deine Resellings bislang gelaufen sind und ob du schon Ware absetzen konntest und gewinnbringend verkaufen konntest. Das freue ich mich darüber, wenn du mir dazu einen Kommentar unten in der Beschreibung hinterlässt. Und sonst freue ich mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist und wünsche dir natürlich viel Erfolg bei den weiteren Verkäufen. Alles Gute, bis zum nächsten Video. Ciao.